Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Turing-Karte, Version 3.101. Jo, passt alles, Aufnahme läuft, ja. Ja, die Fahrzeuge sind Annekommenhof 3, die ich hergeschickt hatte. Und die werde ich mal ganz kurz wegstellen und reparieren vorher. Und dann müssen wir überlegen mit den Flügen, wo ich die am besten hinstelle, wo sie nicht stören. Und da, wir tanken gleich mal. Nächsten Einsatz, wenn er bereit ist. Deck mal Pferdegras. Können wir sicher nochmal machen, ne? Ob diesen Takt dafür nehmen werde, weiß ich nicht genau. Auf nassen Wegen. Ja, gearbeitet haben sie ja, ne? So, Tank ist voll. Kurze Reparatur, zumindest, ja, dann kann man gleich beides machen, ne? Weil die Wahlpresse muss gemacht werden. Beim nächsten Mal ist das natürlich ungünstig, wenn nicht ist. Zurück. Ich habe schon 7 Tage die Presse, Wahnsinn. Ja, wo stelle ich am besten hin, ne? Am besten gleich da rein. Hier oben haben wir einen Gärreste. 431.000. Ja, kann man gut die Wiesen düngen. Mehr reicht ja noch nicht. Also Pferdegras brauche ich nicht hinfahren, das weit weg. Da gucken. Gleich mal gucken. Dürfte fertig sein, ne? Mit Wachstum. Ja, gedüngt. Ja, ist fertig. Aber wie gesagt, muss noch mal wachsen, dann noch mal. Oh, da wird viel dünn. Ja, eine Presse habe ich auch schon hier. Glaube ich, weiß ich, sehe ich gerade. Dann haben wir gleich zwei. Ja, diese Pfeiler gefallen mir nicht, ne? Könnte man eigentlich nie entfernen. ja, ne. Ich meine, gut. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das, die ganze Dings verschwindet, ne? Wüsste jetzt auch nicht, ob ich den Mod drauf habe, muss ich dazu sagen. Da hat man ganz kurz eine Spitze gehabt, einen Encoder. Könnte sich nicht unterbrechen gewesen sein. So, einschränken. So, genau. Ich beinahe wäre noch. Beinahe gesagt, wenn er Rangiermeister, aber das ist hier glaube ich nicht der Fall. Das ist eine Wissenschaft für sich, also. Aber wir müssen ja irgendwo halbwegs unterbringen, ne? Das ist ja so. Ja, starte ich das Spiel und stelle fest, oh, wo sind die Einstellungen fürs Lenkrad? Wo sind die Einstellungen für die Zeitkontrolle? Und so gedacht, das gibt's doch gar nicht. Hatte das Problem schon gehabt bei Kehrt im Kopf. Das habe ich hier auch. Der erste Gedanke ist meistens dabei, na, liegt's am Treiber? Nö, daran liegt's nicht. Ich habe das ganze Programm neu installiert. Wo hat's gelegen? Ratet mal. Bei Steam gibt es glaube ich eine neue Einstellung für Game Controller. Und ich habe es jetzt da deaktiviert. So. So, daran könnte es gelegen haben. Könnte. Also wahrscheinlich. Jetzt habe ich das gemerkt, was ich gemacht habe. Weil einer mal das gleiche Problem hat. Während in Steam Version 4 bei Einstellung von Game Controller einfach auf deaktivieren zu machen. Da gibt es hier die Einstellung drei Sorten, also übernehmen von der Bodenbude, glaube ich. Und da, wo man selber einstellen könnte, die Position. Interessant. Man kann im Prinzip einige Tasten selber belegen von vornherein. Wer es möchte. Ich verwende mir ganz gerne die Originaleinstellung. Aber getankt haben wir nicht, ne?
Nur schon. Aber Diesel werden keine Gärreste. Das wird nichts. Oh. Klar, Diesel nehmen wir. Ja, ich schaue gerade über Programmüberwachung, dass es funktioniert. Ja. Ich sag mal, Technik ist ein Buch mit 7 Siegeln, wenn es nicht funktioniert. Oh, voll. Ja, wir sind dagegen gefahren oder es hat gewandert. Ja. Ist wieder genau im Weg. Ja. Muss mal schauen, was ich besser hinstelle. Wo wir den nicht stören, ne? Wie jetzt so klarkomme? Schwierig, schwierig, schwierig. So. Muss ja nicht genau. Achso. Das wäre schon der erste Schaden gewesen, wenn man dagegen lenkt. Also ich möchte mir die Gebäude, die hier zur Verfügung stehen, auch nutzen. Und eher später, wenn es absolut nicht anders gehen würde, mir eine Halle dazusetzen zum Beispiel. Ne? Es geht nicht darum, dass die Maschinen in der Halle sind oder irgendwo abgestellt sind, wo es bedacht ist, sondern wo ich genau weiß, aha, da ist jetzt ein Parkplatz, wo eigentlich keine Route durchgeht. Ne? Also, dass da ja, gleich mal in das eine wegfahren. Weiß man nicht genau wo. Ja, wohin? Wohin? Vorne rechts am Plattenweg, da kann's, da ist Platz. Beziehungsweise da würden sie nicht stören. Könnte mir auch vorstellen, da rechts wissen. Ja, da stellen wir einfach rückwärts rein, ne? Wenn es klappt. Ja, neben Zaun. Ja. Oder da, wo der Hänger steht, da ist auch Platz. Wenn ich so lange quäle, ne? Fangen wir vorne an. Könnt ihr hier auch mit Terraform ein bisschen bearbeiten, ne? Theoretisch. So. Aber es kann sein, dass ihr mir nicht gehört und ich gar nicht bearbeiten kann. Aber trotzdem kann sie gut stehen. Der Anhänger für unser Holz steht auch hier vorne. Falls wir im Wald gehen, im Winter hauptsächlich, hat man probiert. Das Sägewerk in Paletten. Paletten klappt die Produktion. Die Balken direkt auch verkauft. Von daher ist alles gut. Ja, wieder Regen, ne? Aber er meldet ja nun trocken an, ne? Laut Symbol. Ja, unser, das ist unsere Klee-Silage und Luzerne-Silage. Beziehungsweise die mal dazu werden soll. Also das dauert ein bisschen, aber haben wir auch Zeit, ne? 3 Tage. Ja, 3 Tage wegen 9 Tage Rhythmus von der Jahreszeiten her. Das war von mir keine Absicht, ich habe einfach die Einstellung vergessen zu verändern. Also jetzt wird drinnen wirklich auch nicht verändern.
immer ungünstig. Da was, im Winter kann man es machen, aber wie gesagt, im Frühling und im Sommer nachher, kurz vor der Ernte, sollte man nicht machen. Ich habe zwar hier auch den Wettermod geändert, von Bayern weg auf von der Sachsenkarte genommen, den Geomod, aber bisher hatten wir keinen Erfolg mit Wetter, wenn Regen und so, ne? Ich sag, spätestens zur Ernte soll das passen, weil hier war laut Wetterbericht gewesen, um 9 Uhr Beginn und war schon um 0 Uhr. Das war an sich ungünstig. Jetzt halte ich auch hier rein. Hatte ja die große Pferdegrasaktion gemacht mit vielen, vielen Fahrzeugen. Und hat sich gelohnt. von der Arbeit her. Viel Arbeit. Ja, ein paar Wahlen haben wir gesammelt. Ne? Jo. Kurz aufvolltanken und reparieren. Beim nächsten Mal muss ich überlegen, ob ich da nicht was anders mache. Mit einem Fahrzeug mehr, das dauert zu lange. Entweder kaufe ich noch einen zweiten dazu. Oder ich werde einfach mal mit Traktoren und Mähwerk arbeiten. Hier kommt heute so ein Mod drauf mit 10 Meter. 3 Stück. Das macht insgesamt 30 Meter Arbeitsbreite insgesamt. Das würde sich ganz gut dann machen. Ne? Ruckzuck fertig. Beim letzten Mal haben wir dadurch auch Zeit verloren, weil bevor wir hier schwatten können, ne, und zettern, muss ja erstmal, ja, muss ja erstmal gemäht werden, ne? Und wenn du so ein Fahrzeug hast, das braucht lange. Besonders dann, wenn die Zeit drückt. Das war das eigentliche Problem. Wenn Zeit da ist, ist egal. Kommt auch noch hinzu, wegen Wachstum. Ne? Also Pferdegras müsste dann heute in 2 Tagen wieder gewachsen sein. Die erste Wachstumsstufe. Und das gleich auch den Düngerstreuer da oben. Passt er hier rein. Von der Breite her. Aber gerade so. Stoßen dagegen. Und dich da rangehen. Na, hier fahren wir da raus. Das bringt nichts. Da kommen wir nicht rein. Das wird nichts. Wie gesagt, stellen wir hier vorne hin. Aus dem Bereich. Das geht auch. Die Geräte sind eigentlich für den Außenbereich geeignet, also gedacht. Und ich denke mal, wer hier so ein Teil hat als Bauer und es intensiv nutzt, ist es eher kaputt durch Verschleiß als durch. Also den brauchen wir nicht reparieren. Als durch. Oh, das hast du vergessen. Durch die Witterung. Ne? Also die Farbe und Lack ist ja eigentlich. Für die Landwirtschaft ein bisschen besser gedacht, also von Lackierung her. Also, ich sag mal so. Ich kann jetzt nur von meiner Firma reden. Da wird das Ganze gepulvert und bei 200 Grad eingebrannt. Also, die Farbe im Prinzip gebrannt. Nicht mit Feuer, aber halt Ofen, ne? So, das wäre das. Ich lasse mal gleich mal den Mistfahrer eine Runde fahren. Gut aus. Fehlermeldung habe ich hab keine gesehen bis jetzt. Wenn Fehlermeldung kommt, dann bin ich meistens schon in Panik. Ich habe auch von 100.000 Bits auf 80.000 runtergesetzt. Den nochmal noch auffüllen, ne? Und bäh. Denn wenn das
Wenn es zu viel wird, dann habe ich ein Problem, dann geht das Fallrad immer höher und irgendwann ist es dann nicht mehr in dieser Position, die ich brauche, damit Auerreifkurs dann entsprechend fahren kann. So, Kühe. Mensch, wir haben sicherlich auch noch genug Milch, ne? Naja gut, dann kostet die 1000. Futter ist noch ganz gut gefüllt. Ja. Unser hier Apparat, das klappt. Der andere Stall, da haben wir nicht so viel Kühe, da geht. Jo. Alt 0 heißt das hier. Beladen, Mist Hof 3 und Mist und BGH Hof 3 abladen. Klappt eigentlich. So. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und mal sehen, was wir morgen machen. Irgendwas finden wir garantiert. Tschüss, ciao. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.